Willkommen zum neuen Format Wahrheit oder Gesicht. Hörst du, wie die Wange bricht, denn es ist Wahrheit oder Gesicht. Hey ihr kleinen Batzen, heute geht's los mit den Wahrheit oder Gesicht Format. Wusche hat sich das ausgedacht und jetzt geht's richtig rund. Erklär mal kurz, um was es geht. Also, Wahrheit oder Gesicht beinhaltet eigentlich nur Wahrheit oder Gesicht, denn wir müssen uns gegenseitig Fragen stellen und die sind einfach auf Wahrheit basierend. Oder auf Lügen. Oder auf Lügen. Das heißt, du bekommst eine Wahrheitsfrage gestellt, du musst diese mit Ja und Nein beantworten, kannst natürlich lügen, da schon. Er muss mich dann zum Beispiel fragen, oder er muss mich dann versuchen zu entlarven und sagen, hey, okay, das stimmt, das traue ich dir zu, ist passiert. Oder nee, das ist nie passiert, das stimmt gar nicht, was du gerade sagst. Und je nachdem, wer richtig liegt und wer lügt, der wo lügt, der bekommt dann irgendwie geklatscht. Richtig? Mit verschiedenen Utensilien. Haben wir schön was vorbereitet. Und der, wo die Wahrheit sagt, darf dem anderen nicht klatschen, wenn ihr nicht entlarvt wird. Das ist eigentlich, glaube ich, ziemlich gut erklärt. Ja, und die Utensilien sind ganz lustig. Die haben wir hier in dem Glas drin. Das stellen wir gleich da ein. Ich muss schon mal durch. That's your game! That's your game! Yeah, fuck! Welche Art von Betrunken bist du? Glücklich, sozial, liebesversprühend, gemein, kriegerisch, gefühlsduselig, dumm, sexuell, ruhig und still oder hinterhältig? Bei mir ist es so, dass ich dann relativ schnell aggressiv werde. Das ist ja das Ding. Also erst gut und dann irgendwann werde ich richtig aggressiv. Halt. Also aber erst auf einem richtig krassen Pegel. Stimmt nicht. Ja, gut, stimmt. Verdammt, wie kann ich aggressiv werden? Das war der größte Fehler, den wir jetzt machen können. Und jetzt, darf ich mir dadurch, dass ich den Lauf habe, darf ich mir ein schönes Zettelchen. Muss jetzt meine Brille runter. Definitiv. Und wir haben einige. Also, ich nehme mal die hier. Pimmel Punch Power. Pimmel Punch Power? Kennst du den Pimmelpropeller, Alter? Ja, komm, mach, bring was hinter uns, Mann. Das ist... Oh Gott. Das tut mir so leid. Alter, der Zwiebel. Welche körperliche oder emotionale Eigenschaft an dir kannst du am wenigsten leiden? Direkt beim Lachen immer so verfallen muss. Direkt. Das ist echt verdammt schwer. Das kannst du nicht an dir leiden. Du lügst. Warum soll ich lügen, Alter? Warum soll ich lügen? Weil es lustig ist. Natürlich ist lustig, warst du mal Bock, gleich, wenn du mal ein bisschen stärker lachst, ist dir voll. Echt? Ich hasse das. Okay. Ich hasse das wirklich. Echt eine Auslegungssache. Ich hab schon gewusst, dass. Ja, mein Schutz, wieso? Willst du ziehen, kommst du an? Nein. Die Scham will ich mir nicht geben. Scham. The Gentleman. Soll ich eigentlich anspannen oder nicht anspannen? Das kannst du aussehen, wie du willst. Okay. Weh tut's dir so. Okay. Welcher berühmten Person würdest du ohne zu zögern schlafen? Wir haben sie gelernt. Megan Fox. Und das stimmt sogar. Nein, das stimmt nicht. Was? Die Lachen, ich finde die gar nicht so geil. Was? Hast du mal gesagt, die ist so geil? Nee, nie. Ihr habt immer alle gesagt, die ist geil. Scheiße, stimmt, das war sie. Oh, Mann, bist du ein scheiß Freund. Darf ich jetzt erstmal eine Klatsche hier? Mega krasse, mega Power auspacken. Die Wichswumme. Jetzt kommt zurück, Alter. Jetzt kommt alles zurück. Jetzt kommt die Wichswumme. Wir sind so richtig feucht. Ich glaube, das klatscht richtig durch. Jetzt kommt ein Klassiker. Sie bitte ihre Hände nach unten legen. Wollen Sie die Augen zumachen oder die Bauch? Nö. Guck mal. Ja? Okay. Oh.
Hat der gerade, Alter? Zu welcher Art von Musik hast du gerne Sex? Komm jetzt nicht mit Volksmusik. Gleich Metal, du Witz. Nein. Zu welcher Musik, wenn ich Sex habe? Was wäre ich denn da? Und wenn ich was hören würde? Ja, wenn du was hören würdest, wir gehen davon aus, dass es läuft. Irgendwie sowas, so Techno-Minimal-Zeug eigentlich wäre ganz geil. Techno-Minimal. Zwar nicht zu hart, aber so ein bisschen mit Melodik dabei. Ich glaube, du lügst. Nee. Ah. Das war sogar schon mal ernst. So ein bisschen Melodik dabei, mit Melodien, so ein bisschen ein paar Debatte. Für den Takt. Für den mindelten Takt noch. Das ist auch kein Minimal, glaube ich. Ist egal, aber es gibt nur so. Die Wichswumme. Nicht aufs Ohr, bitte. Echt? Habe ich zum Mittel? Ja, tut sie gar nicht. Tut sie ja gar nicht. Du hast mich lang abgeschlagen. Was ist der schmutzigste Traum, den du je hattest? Beschreibe ihn im Detail. Das war mit meiner ehemaligen Nachbarin. Das Problem dabei war, die ist zu dem Zeitpunkt 69, also so 60, 70 rum schon gewesen. Ja, es ist. War im Pool. Das ist schon peinlich. Du warst so hart am Leben, Alter. Du bist so hart am Leben. Ja, Adam. Aber scheiße, Alter. Ich habe Respekt, weil wenn ich wieder da komme, kriege ich volle Ladung zurück. Das bringt mir gar nichts. Lieber im Wechsel, weil wenn du so 4-5 kassierst, ich bin. Ich muss mal warm machen. Die klebrige Klatsche. Jetzt kommt die klebrige Klatsche. Und zwar habe ich hier mal doppelseitiges Tape in meinem Gribbon. Das ist eigentlich die klebrige Dixwurm, kann man sagen. Ja. Ja, bei mir klebt sie, weil ich bin ein bisschen schweiß. Ja, aber du hast doch keine Haare auf der Hand, außer du hast zu viel So. Ich glaube, du musst schon dann in diesem Bereich irgendwie treffen, ne? Das ist mein Kinder, Alter. Ah, der starke Junge. Das war's. Oh, Alter. Hat sie dann nicht so weh getan? Sind da Haare dran? Bisschen. Doch, ein bisschen. Aber ich habe jetzt eigentlich das Piepen auf dem Ohr, muss ich sagen. Du musst ja bloß ein bisschen hier die. Ich weiß nicht, wenn du die Hand voll hast, ist es schwierig. Wenn du die Hand voll hast, ist es nicht schwierig. Hast du schon mal deine Eltern dabei erwischt? Ja. Glaube ich nicht. Das hab ich nicht. Verdammt! Ey, jetzt hättest du mal merken müssen, wie ich gezögert habe. Ich hab gezögert. Ich kann dich nicht einschätzen, weil die erzählen uns immer die Wahrheit und ich kann nicht lügen, deswegen lügst du. Anscheinend lügst du mich immer an. Das ist dir ein Unterschied nicht mehr. Na, wird so leicht, glaube ich. Was ist das? Das. Bonnet! Ist von 1912, also ist ganz harter Lachs jetzt hier. Was ist der bizarrste Traum, den du je hattest? Dass ich als Haribo-Bärchen Motocross-Rennen gefahren bin und hab dann gewonnen. Das ist gelogen. Oder schade. Ich hab ohne Aber das ist doch nicht improvisieren. Das ist noch gar nicht so lange her. Das ist noch gar nicht so lange her. Vielleicht ein paar Wochen her. Interessant. Danke für deine Offenheit, würde ich sagen. Dafür hast du dir eine mir zu kleinen, redlich verdiente Dinge. Wir wissen, was noch übrig ist. Wir wissen genau, was noch übrig ist. Du hast ihn, oder? Ein Hauch von Lauch. Ein Hauch von Lauch. Scheiße.
jetzt mit dem Leitkraft. Ja, komm. Ich geht's. Irgendwas sind heute schon mal voll an den Zwiebeln, weißt du? Ich dachte, du Lauch. Also, okay. Die zuckt schon die Wange, weil du Angst hast. Ja, dann befruchtet die Sache. Die entwickelt ein eigenes Leben. Ich höre, wie sie denkt. Ich höre, was sie denkt. Töte mich! Was war das Seltsamste, das du je gegessen hast? Kennst du diese Delikatesse? Und das war verdammt eklig. Diese Schafsauge. Das ist bei den Dänen. Also musst du sozusagen... Boah, vom Auge innen essen. Das ist eine Delikatesse. Es wird gekocht, im Koch, also der komplette Kopf wird gekocht. Und dann machst du das zarte Fleisch und dann das Auge ist die Delikatesse. Ich habe nur echt wenig probiert, aber das war. Ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite glaube ich dir das voll und ganz. Auf der anderen Seite denke ich mir, du hast es bestimmt vielleicht von einem Kumpel mal mitbekommen oder allgemein mitbekommen oder du warst vielleicht dabei, aber hast nichts probiert. Da ich auch schon Haifisch und sonstiges gegessen habe, bin ich jetzt nicht abgeneigt. Ich habe schon Krokodil probiert. Du hast es gegessen. Ha? Du hast es gegessen. Lüge, Digga. Da war nur noch eine Wichsgumme drin. Oh Gott, der Volksmash, Alter. Ich bin doch so freundlich, wie ich bin, weil ich nur auf den Zettel reiche, ne? Oh, das ist... Guitar Hero. Digga. Wann musstest du mal vor lauter Scham weggehen? Fremdschämen oder Eigenschämen? Nur vor Scham, also dem eigenen Scham. Eigener Scham, würde ich sagen. Lauter Scham weggehen. Also ich schäme mich selten. Muss ich ganz tief für mich gehen. Was habe ich verdrängt? Warum muss ich morgen wieder zum Psychiater? Moment. Fällt mir jetzt nichts ein, also eigentlich gar nichts. Das glaube ich dir. Ich habe mich damals bei meiner Oma in die Ote gepecht gemacht. Dann hätte sie mal verleihen. Das glaube ich dir nicht. Stimmt. Komm, jetzt habe ich dir noch eine rüber. Guitar Hero! Mach die Augen zu, Alter, ich schwör's dir. Oh! 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 Das war's mit Wein oder Gesicht, würde ich sagen. Habt ihr Bock auf mehr? Nein, ich nächste Mal am besten mit Gas, weil ich glaube, das machen unsere Körper lange nicht mehr mit. Nicht mehr lange mit. Zeigt uns durch einen Daumen nach oben, dann wissen wir Bescheid. Ja, bitte. Haut rein. Tschüss. Oh. Alter, das pocht so mir. Alter, ich muss so mal einen Kühl abholen oder so. Ich nehme hier den Kühlschrank. Tschüss. Oh, mein Fuck, Alter. Oh, ist der nicht mehr her? Sieht man das mal? Sieht man das so krass? Da ist ja ein Loch. Ein bisschen das auch ein bisschen, ne? Ich sehe es nicht so. Ja, ein bisschen schon. Oh, oh Mann, ich bin halt so gemein gewesen. Wollen wir noch eine fürs Intro drehen?